Einen wunderschönen guten Tag. Und in einer der letzten Folgen gesagt, ich wollte mal hier die Plattform ein wenig vergrößern. Das habe ich jetzt auch gemacht. Wie ihr seht, gibt es jetzt hier auf einmal so einen kleinen Cut. Das ist hier auf jeden Fall nichts mehr für Leute mit Höhenangst. Und zwar, ich wollte hier den neuen Bereich aus Ubercrafter-Sachen bauen. Jetzt habe ich aber das Problem, die Ubercrafter-Sachen, wie ihr seht, die sitzen so ein Stückchen höher als die normalen Sachen. Ja, es war nicht so ganz einfach. Und leider habe ich auch festgestellt, ich kann diese schönen Glasmetal-Railings hier, die hier, kann ich nicht mehr verwenden. Die hängen hier so ein bisschen durch und sind mir dann doch auch ein bisschen zu niedrig. Deswegen werden wir hier die hohen Metal-Railings aus dem Ubercrafter verwenden. Ja, dann haben wir halt so ein bisschen Stilbruch da drinne, aber ich finde es eigentlich okay. Ja, es geht. Es gibt, ja doch, das kann man so machen. Hier den Übergang finde ich noch so ein bisschen hässlich. Aber naja, ich bleibe jetzt erstmal dabei. Wir machen das so. Ich habe übrigens auch, wenn ihr mal hier runter guckt, ich musste tatsächlich jetzt den Weg gehen und hier diese wunderbaren Pillars hinsetzen. Wir wären sonst niemals da bis... Also es hat nicht funktioniert. Hier fehlte mir dann der Foundation-Support, selbst bei dem UC-Zeug. Und diese komischen schrägen Foundations, die funktionieren irgendwie nicht richtig. Die snappen falsch an dem Ubercrafter-Zeug. Also die wir da hinten haben. Seht ihr noch da, ne? Die snappen, also die funktionieren zwar, wie ihr seht, hier, wo die schon waren, geht es wunderbar. Aber hier vorne, die hingen immer so halb durch diesen Stein durch. Das wollte ich dann natürlich auch nicht. Aber jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine größere Plattform. Wie gesagt, hier mit... Es sind jetzt die Greenhouse-Sachen. Gut, wie gesagt, wir haben jetzt hier überall so kleine Stufen drin. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Und was ich jetzt natürlich noch abschließend machen will, ich will mal diese... Ich glaube, ich bräuchte eigentlich neue, ne? Ich bräuchte, wenn ich das richtig sehe, neue... hallo, ich habe 9 gedrückt. Ich bräuchte eigentlich neue Fackeln. Nein. So, da irgendwie. Ja, so ist doch okay. Dann machen wir mal da eins hin. Ich weiß nicht, ob die reichen. Ich habe aber auch noch jede Menge irgendwo im Lager. Die machen wir... Guck mal, so finde ich das ganz okay. Wie viel habe ich jetzt Platz gelassen? 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Das heißt, da kommt die nächste hin. Ja, guck, die hängen auch unten so ein bisschen durch. Alles nicht so super perfekt. Aber, wir haben die Möglichkeit... Oh Gott. Es gibt so ein paar Sachen, die mich gerade ärgern, die ich gerade feststelle. Ich muss dann sehr, sehr viel... also ich muss dann alles aus Ubercrafter bauen. Warte mal, hier waren noch, glaube ich, welche. Autotorch with Time. Ich habe auch irgendwo einen angebrochenen Stack, glaube ich. Autotorch? Nee, okay, dann... Ich glaube, eine reicht schon, oder? Ich wollte nur... wie gesagt, wir haben jetzt hier so einen kleinen Stilbruch. Aber ganz ehrlich, da gibt es doch Schlimmeres. Dafür können wir jetzt... Hier wunderbar, so Moment, jetzt müssen wir das nochmal ganz kurz richtig, so. Dafür können wir jetzt hier wunderbar neu bauen, am liebsten, also wenn der, den Boden hätte ich ja gerne vom Ubercrafter, das wäre richtig geil, weil ich finde den richtig schön, diesen verstärkten Holzboden. Aber gut, dann haben wir halt hier die Aussicht nach unten, auch wenn das echt, ich überlege die ganze Zeit, ob ich hier unten, das könnten wir eigentlich machen, so als Sicherung. Weil Stein, ja, wobei die, also die meisten können Stein nicht kaputt machen. Wir probieren das mal aus. Ich habe noch, Moment, hier rein. Hier waren doch noch, hier drinne glaube ich sogar, waren doch noch einige dieser Metal Spike Walls. Den wurden klapp, ja. Achso, habt ihr das, das habe ich glaube ich gar nicht mehr, tatsächlich gar nicht mehr gezeigt. Ich war noch ein bisschen farm. Ich habe noch ein paar Pinguine gekloppt, weil ich eigentlich Sachen sammeln wollte. Oder habe ich das noch gezeigt? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, ich bin so... Es war erst gestern, dass ich es aufgenommen habe, aber ich habe es vergessen. Ich habe noch ein paar Pinguine gekloppt, weil ich wollte Sachen für den Moshops sammeln und habe dann auch noch einen Moshops gesucht. Es gibt einfach keinen. Ich habe keinen einzigen gefunden. Von daher habe ich es jetzt auch erstmal so aufgegeben. So, hier machen wir jetzt mal nämlich eins. So, damit wir hier nicht genervt werden. So, wir drehen das mal ein bisschen, um ein bisschen
Ich habe mich vor meinen eigenen Schritten erschreckt. Oh mein Gott. So. Warum ist die Spike Wall da obstructed? Hm. So, einfach damit uns hier nichts reinläuft. Nicht die Pillars irgendwie kaputt macht. Das wäre nämlich echt ärgerlich, wenn jetzt hier irgendwas reinlatschen. So, ach, guck mal, da sind ja Steinpiller. Die kann ich ja kaputt machen. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen bauen wir hier unten ein bisschen Verstärkung ran. So, dann das noch. Ich habe viel zu viele davon, aber naja, was soll's. Wenn man sie hat, kann man sie ja auch mal verbrauchen, ne? So, und dann gehen wir nämlich hier schon wieder direkt rüber. Können wir hier rein? Ja, das können wir so lassen. Ich glaube, das, was ich damit abhalten will, das ist damit abgehalten. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal von hier an. Ja, langsam ist es nicht mehr ganz so schön. Aber das Geile ist, jetzt könnten wir theoretisch... Das müsste ich... Oh, das wäre geil. Wir könnten halt noch einen Keller quasi bauen. Und einen Aufzug könnte ich hier jetzt auch hinsetzen. Ach, alles so Sachen, die muss man irgendwann mal ausprobieren. Das gibt... Oh Gott, ich habe schon ein bisschen... Ich habe echt schon ein bisschen Angst davor. Es sieht halt nicht mehr so schön und filigran aus wie früher. Unser kleines Häuschen hier, ja. Das bleibt auch so, das werde ich jetzt nicht mehr verändern. Aber jetzt können wir hier theoretisch andere Sachen bauen. Da muss ich mir halt mal überlegen, was wir hier so hinbauen. Hier soll... Auf jeden Fall kommt hier noch ein Haus hin. Wo wir dann die Küche und sowas unterbringen. Warum ist denn nur das eine hier eigentlich am grünen Dampfen? Guck mal, das ist nur das eine. Ich nehme sowieso mal weg. Ah, guck mal, jetzt dampft das auch. Und wenn ich jetzt hier noch eins rausnehme, dampft das auch gut. Uäh. Eklig gut. Sieht eklig gut aus. So, aber dann können wir nämlich, weil das ist mir auch aufgefallen, ich habe also gerade eben so eine halbe Stunde oder sowas gespielt. Hier haben wir noch irgendwie jede Menge... Ne, nicht C, X. So. Können wir nämlich nochmal welche machen. Und dann brauche ich nur noch, dann kann ich, also dann kann ich mir nämlich hier wieder ein paar Trank Darts machen. Allerdings, warte mal, die braucht 20, ich glaube. Also es braucht auch 20. Braucht, Moment, das ist der 10cc, 30cc. Eigentlich müsste ich noch mehr Rare Flowers sammeln gehen. Andererseits, da ich eh keinen Moshops gefunden habe, kann ich auch die Rare Flowers, die ich habe, dafür verwerten. Das kommt wieder da rein. Sehr gut. Also ihr seht, ich habe auch noch Glas-Metal-Railings und alles. Ich kann sie tatsächlich nur leider gerade nicht verwenden. Finde ich ein bisschen schade. Slanted Glass Railing? Moment, ich will mal was ausprobieren. Ein Slanted Glass Railing. Ach so, das ist einfach nur... Es sieht geil aus, aber es ist einfach... Ich dachte, das wäre... Okay. Ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal gebaut und habe das gleiche festgestellt, dass das gar nicht so slanted ist, wie ich dachte. Also ich dachte jetzt ursprünglich, das wäre, um es zum Beispiel hier anzubringen. Aber ist es nicht. Ist es halt einfach nicht. So, jetzt haben wir hier unsere neue Plattform. Ich bin super happy damit. Ja, das sieht ganz okay aus. So ein bisschen wie so ein Tausendfüßler, der sich da unten drum rumwindet. Aber mir gefällt's. Außer, wie gesagt, hier diese Absätze. Mal gucken, vielleicht baue ich dann irgendwann hier draußen auch einfach nochmal ein bisschen um. Ich weiß es noch nicht, ich weiß es einfach noch nicht. Das schauen wir dann irgendwann mal. So, aber was wäre jetzt das Nächste, was wir machen könnten? Also Moshops habe ich keine gefunden, auf der gesamten Insel nicht. Hier, wir trinken nochmal kurz was und essen nochmal was. Moshops habe ich auf der ganzen Insel keine gefunden. Haben wir jetzt, zack, zack, jetzt haben wir hier zwei Stufen, zack. Ja gut, vielleicht kann man hier irgendwann mal hergehen und... Nee, wir lassen das so, wie es ist. Wir lassen das so, wie es ist. So, also, das haben wir. Wollen wir hier ein Haus drauf bauen? Wir brauchen halt so ein, irgendwas als Küche oder so, weil das ist hier drinnen, das funktioniert hier drinnen einfach nicht. Die ganzen Sachen, die würde ich, also das, das, das und so, das würde ich am liebsten alles darüber stellen, dass wir hier nur ein reines Wohnhaus haben. Also gut, da kocht man zwar auch, aber gut, das kann hier bleiben. Der könnte theoretisch vielleicht auch noch hier bleiben, das auch, aber das hier und das und, das ist alles nicht so, das gefällt mir alles nicht so. Ich will hier wohnen, ja, hier zack, hinsetzen, lecker essen und oben schlafen. Apropos oben schlafen, wir sind hier immer noch, ich habe hier immer noch nicht fertig gebaut. Hier steht irgendwie eine falsche Wand. Das ist eine
Reinforced Wooden Wall und das hier ist diese RWT Wall. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Das war, glaube ich, ein Test und naja, okay. Aber wie ihr seht hier, also hier ist die Ecke vom Kamin. Hier sind meine Schuhe. Also meine Hausschuhe. Ist das eigentlich auch eine Auto-Wall-Torch with Timer? Ah, okay. So, dann hier dieses wunderbare Schild. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Also hier mein Schlafzimmer. Ich habe da immer noch nicht weitergebaut. Das könnte ich irgendwann auch mal machen, hier wieder anzufangen zu dekorieren. Sunset-Ding da. Jetzt ist nur die Frage... Moment, ich kann ja mal ganz kurz gucken. Was habe ich denn hier noch so... Im Übrigen, das Geile ist, ich habe die ganze Zeit Stonefloors gebaut für die neue Plattform und habe dann hinterher festgestellt, ich habe noch 23 Stück hier. Stonewall. Nee. Ich werde erstmal... Ich glaube, bevor ich hier irgendwas anderes mache... Moment. Werde ich erstmal den Kleinen hier rausschaffen. Der steht nämlich schon wieder ganz schön im Weg. Boah. Na, jetzt komm jetzt nicht in den Weg, sonst bleibe ich doch hängen. Mann, ey. So. Tür auf. Und jetzt gehen wir ihm erstmal... Was kriegt der denn jetzt? Halt, falsch. Den Dino wollte ich doch. Melee Damage hat er jetzt 1000%. Dann gebe ich ihm jetzt doch Weight. Und er freut sich. Seit wann macht denn das so grünen, ekligen... Bäh. Bäh. Hier die Wasserleitung, die könnte ich irgendwann auch nochmal gegen dieses... gegen andere Sachen ersetzen, dann brauche ich die nicht bis hier rauszuziehen ins Wasser und dann wird das vielleicht wieder ein bisschen hübscher. Alter, 700 Steine. Das sind schon mal 100 mehr als letztes Mal. Das ist ordentlich, da kann man sich jetzt wirklich nicht mehr beschweren. Aber ich weiß gerade... Oder baue ich da doch aus Metall? Ich weiß es nicht, das ist immer so... Metall ist halt Metall, ne? Und Metall sieht meistens nicht so... schön aus. Achso, das waren 700, nee, 1400 insgesamt. Okay. Transfer all items. Alles rein da. Also kriegen wir jetzt mit einem Gang, also mit einmal dahin und zurück, kriegen wir 1400 Steine. Das ist schon geil. 14 Stacks, das ist schon extra. Das lohnt sich jetzt wirklich. Dann gehen wir nochmal hier hinten. Hier draußen muss ich auch unbedingt, was ich noch bauen will, ist eine Taming-Hütte. Und, also wo ich die reinstecken kann, die Dinos, eine Breeding-Hütte, wo ich die reinstecken kann, zum Züchten, das müsste ich auch irgendwann mal machen. Ich will noch einen T-Rex züchten, irgendwann wollt, ist, ja, ist alles so ein bisschen, nee. Gut, wobei das, die Sache ist halt auch, das Breeding kostet wieder Zeit, also da, das kostet wirklich Zeit, da kann ich nicht so, da muss ich dann wirklich mal ein paar Stunden spielen, damit sich das lohnt. Eventuell mache ich das auch einfach mal offscreen, zumindest dann den den Großteil. So. Du gibst mir mal all deinen Kram und ich pack all deinen Kram hier rein. Ist das okay für dich, Kleiner? Ja, ist das okay? Ja, wirklich? Ist das wirklich okay? Guck mal, deine Steine, die sind alle da drin. Wirklich, die sind alle da drinne. Na, irgendwie siehst du noch nicht so ganz überzeugt aus. Ich glaube, du musst mal angemalt werden. Was, du willst nicht angemalt? So, früher wolltest du immer angemalt werden. Ach so, du bist älter geworden. Okay, verstehe. So, eine Runde machen wir noch. Bams. Und den hier auch noch. Stand der nicht mal im Wasser? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber okay. So. Das andere, was man natürlich mal machen könnte, wäre in irgendwelche Höhlen gehen und noch mehr Artefakte zu holen. Da müsste ich aber erstmal, ich müsste mal rauskriegen, wo die ganzen Höhlen hier sind, wo die Artefakte sich verstecken. Das ist nämlich nicht immer ganz, also ich weiß es nicht, ich kenne eigentlich nur zwei oder drei. So. Komme ich hier noch zwischen dich und, ja, ich nehme wieder alle deine Steine weg. Beschwer dich jetzt nicht immer. Guck mal, die kommen nur da rein, die kommen nicht weg. Psst, nichts sagen. So, ich nehme mal ein bisschen was bauen können. Zwei davon. Oh, nee. Jetzt stehst du ein bisschen im Weg, Kleiner. So. Wie viel Holz haben wir eigentlich noch? Da habe ich keine Ahnung. Okay, es reicht nochmal ein Weilchen. So, wenn wir davon zwei haben, davon... das sind die UC-Sachen, oder? Oh Gott, also ich bräuchte 315. Ich nehme, glaube ich, nochmal einen Stack Steine.
So. Dann machen, was machen wir denn? Also, ich brauche erstmal eine Tür, zwei Türen, würde ich sagen. Drei Türen. Drei Türen sind okay. Dann sicherlich mal acht Fenster. Brauchen wir mit Sicherheit mal. Ich werde das Haus auch mehrstöckig bauen. Aber tatsächlich ein bisschen anders, ein kleines bisschen anders, nämlich so, dass wir unten, das wird zwei Ebenen hoch, ganz einfach. So. Und dann brauche ich noch ein paar, und unten will ich hauptsächlich, also nicht so viele Fenster reinbauen, damit ich dann halt noch nach Sachen an die Wand stellen kann. So, was brauchen wir denn jetzt noch? 1, 2, 3. Dann nochmal ein bisschen Thatch. Und Holz. Zwei Stacks Holz und dann nehmen wir nochmal ein Stack Steine. Dann kann ich nämlich hier nochmal normale Wände bauen. 10 Stück sollte hoffentlich auch reichen. Und eventuell nochmal drei Türen. Dann nehmen wir nochmal einen Stack Steine. Ihr habt wahrscheinlich auch gerade die Benachrichtigung gesehen, ne? Und ich habe Schluck auf schon wieder. 1, 2, 3. Und guck mal, das Geile ist, hier gibt's halt diese schicken... Guck mal, ich mach mal normale... Ich mach mal Glasfenster. Hier gibt's nämlich Glasfenster, die finde ich viel geiler... die finde ich viel, viel geiler als... diese blöden Holzfenster... diese blöden Holzladenfenster, wo du nicht durchgucken kannst. So, Nighthawk, du musst hier, glaube ich, mal weg. Du stehst da ein bisschen im Weg. Kommst mal hier hin. Und dann fangen wir doch schon mal an hier. Also, eine Tür kommt natürlich wieder hier hin. Das ist klar, weil hier ist... So, wir machen erstmal die Türen. So, ne? Ja, so ist richtig. Guck mal, und jetzt haben wir nämlich auch ordentlich hohe Türen. Da kann man einfach mal durchlaufen. Dann machen wir eine Tür. Jetzt muss ich überlegen, mache ich die hier? Eigentlich wäre hier am logischsten, ne? Man kommt die Treppe runter. Ja, hier ist besser. Hier ist auf jeden Fall besser. Da kommt man sich nicht in die Quere. So, dann kommt da eine Tür hin. Und jetzt müsste ich mal wissen, wo ungefähr die Mitte ist. Moment, wenn ich hier... Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 8. Es gibt keine Mitte, verdammt. Dann machen wir das so. 1, 2, 3, 4... So, hier kommt die Tür hin. Nein, dahin. So. Uiuiui. Also hier muss ich, vielleicht baue ich hier irgendwann auch nochmal ein bisschen größer. Ich weiß es nicht. Das hier wird ja mehr so ein Zweckgebäude. Hier drüben ist das schöne Ding. So, das hätten wir. Dann machen wir mal, also neben die Türen rechts und links kommen, glaube ich, einfach immer Wände. So. Dann hier nämlich auch. Und hier auch. Okay, und dann, so. So, und die Ecken lassen wir auch als normale Wände. Ich hab, oh Gott, ich hätte viel mehr Wände bauen sollen. So. Und so. Und dann haben wir noch eine, die kommt... Ja, hier ist jetzt ein bisschen... Naja, gut, dann haben wir an der Wand halt, an der Seite halt hauptsächlich zu. Weil hier kommt ja dann auch eine Ecke hin. Gut, dann ist halt hier zu. Ist in Ordnung. Kann man mal so machen. So, wir brauchen neue Wände. Ich würde sagen, wir machen das einfach so. Ich bereite jetzt nochmal ein bisschen vor. Werde hier einfach mal ein paar Teile und so herstellen. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von Ark Survival Evolved. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und sage bis zum nächsten Mal und tschüss.